So, und wir machen direkt weiter mit den Inferno-Caverns oder so, whatever. Und wir haben ganz viele Leben, ist ja cool. Und hier gibt's keine Yoshis, also Ros, also rein. Ros, was, warum sag ich Ros? Weil du es kannst. Ja, aber wenn ich es kann, dann könnte ich auch einfach los sagen, wie ich es hätte sagen wollen. Das wäre ja lame. Einfach gut spielen, okay. Ja, gut spielen kann ich aber nicht, deswegen spiele ich nicht gut. Dann nimmst du mir die Worte aus dem Mund. Da oben ist eine Röhre, da oben ist eine Röhre, das ist eine Röhre. Oh, kommt man da hin? Ich weiß es nicht. Egal. Oh, da ist, könnten blaue Blöcke. Huch! Oh Gott, was ist das denn? Muss ich da jetzt etwa hier den hier? Hui, tatsächlich. Cool. Das war nicht mal gedacht so. Was? Das war nicht so gedacht? Nein. Was? Ich hab's auch schon gemacht. Ja, so geht's. Und das ist doch voll offensichtlich, dass das eigentlich so geht. Hm. Ja, nö, man sollte ihm eigentlich, glaube ich, oben durch. Ach so. Ja, hab ich nicht gemacht. Weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Naja. Naja, er hat ja eh einen Secret Exit, das heißt, wir werden es noch rausfinden. Ja, who cares? Weil du brauchst einen P-Switch, um den P-Switch zu bekommen. Kann ich da rein? Ah. Okay. Gib mir das. Gib mir das zurück. Alter, ich hoffe, das leckt in der Aufnahme nicht so, wie es bei mir im Spiel leckt. Also ich weiß nicht, bei mir leckt es echt wenig. Bei mir leckt es schon ein bisschen. Also bei mir ist es so ruckartig teilweise. Aber naja, falls es in der Aufnahme leckt, sorry, tut mir leid. Ich weiß nicht, woran es liegt und kann es gerade auch nicht ändern. Ich würde gerne die Blume behalten, da oben. Hui! Stirb. Eine Blume da oben. Zur Sicherheit, falls man sie mal brauchen könnte. Weißt du, so wie vorhin, wo ich einfach mal alles auf einmal verliere. Dafür behalte ich die Blume oben. Ist doch ganz klar. So. Stirb. Hahaha. Huch. Huch. So natürlich nicht. Na jetzt, Mensch. Komm, Spiel ohne Safe. Ja, ich sag, man könnte es. Also man könnte es also zumindest, aber also nicht, wenn es so ruckelt, dann sowieso nicht. Ja. Das ist aber gerade echt ein bisschen komisch, dass das so blöde ruckelt. Bei mir läuft es lustig. Naja. Bei mir nicht. Da war eine Röhre, Mist. Stopp, stopp. Ich will. Na, hallo. Nein, jetzt hier. Ach. Ich will in diese komische Steinröhre mal rein. Oh, Hallöchen. Du bist ja ein P-Switch. Oh, in die Röhre will ich, glaube ich, doch nicht rein. Hä? Kann man den hier drücken? Passiert dann was? Ach, guck mal. Ich will doch in die Röhre hier rein. Nö, ich will doch nicht in die Röhre rein. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, schön, wie es in der Luft rumklettern. Nein! Schön, wie du den P-Switch wegspannst. Ist aber auch gerade eine blöde. Ich kann ja hier rüber bis. Ah! Hier, so. Ich kann bis da rüber fliegen. Hahaha. Bist du da ganz alleine drauf gekommen? Das ist lame ja. Cheat, Tattoo. Was haben wir denn hier? Schiss. Leaving this message to whoever wants to get in there. Ich lasse diese Nachricht für alle, die hier in diese Röhre möchten. Sei so schnell, wie du kannst. Die Lava hat mich fast erreicht. Eintritt ist wie Selbstmord. Ja, ist doch schön. Vielversprechend. Ist doch sowieso süß. Ach du Scheiße, jetzt leckt das aber richtig da drinne. Du meine Güte. Das ist auch vom Sound her leckt's gerade extremst, aber naja, whatever. Und soll ich den P-Switch jetzt eigentlich noch mitnehmen? Ja, um die kann ich mich gerade nicht kümmern. Aber schön, dass du sie unbedingt haben wolltest.
Und wenn ich mir die Framezahl dazu angucke, die leckt auch ganz schön rum. Ja. Also den FPS-Zeiger da oben, meine ich. Ich weiß nicht, bei mir läuft's echt gut. Hm. Läuft's bei euch besser als bei mir? Huch. Nein! Bei mir auch nicht. Ich war doch schon da oben. Na, jetzt... Mhm. Hallo, nimm dir mal den Safe-Set jetzt an, danke. Kann ich da rein? Nein. Schade. WTF! Alter! Was willst du eigentlich mit dem P-Switch da haben? Ja, keine Ahnung! Bist du nicht beim Puzzle oder so ein Scheiß? Dann lass ich ihn halt da, wo er ist. Aber ich hab den doch nie umsonst mitbekommen. Alter, das geht gerade gar nicht hier zu spielen in dem Abschnitt. Wahnsinn! Ich kann mich kaum bewegen. Alter! Alles macht da doppelt und dreifach, was ich drücke. Immer nur diese Ausreden. Ne? Nein, das muss man auf dem Video sehen, wie das gerade leckt. Das gibt's nicht. Ich muss mal gucken, ob ich bei Fraps irgendwas verstellt habe, aber das kann ja eigentlich nicht sein. Du spielst einfach nur schlecht. Nein, es leckt gerade wirklich total. Nein, das das hört man auch am Sound, der macht alles hier doppelt. Hup. Ja, das war doof. Okay. Alter! Lass doch den P-Switch los, wenn ich drücke. Mann! Nein, nicht da. Hier, danke. Haben wir es jetzt endlich? Jawohl. So, hier ist wieder alles normal. Und wo soll ich den jetzt mitgenommen? Ich weiß es nicht. Für den Pilz? Ja, genau. Okay, das Ding hat einen Secret Exit. Ja. Hm. Mache ich den noch schnell in dem Video? Schnell. Ja, schnell. Kinderfrau. Aber warum? Ich muss gleich echt mal gucken, warum das so leckt. Das ist nicht normal. Alter. Alter. Das ist echt nicht normal. Hab ich irgendwas mit der Zahl eingestellt? Das gibt's nicht. Au! Das ist jetzt irgendwie schlecht. Okay, kriege ich noch. So, ich will jetzt die Feder mir wiederholen erstmal. Ach, hier kann man hoch. Ah, so war das gedacht. Ah, mit dem Ding? Ach nee, okay, der dreht um. Ich dachte, mit dem kann ich jetzt weitermachen, aber nö. Dem war nicht so. Aber die Feder will ich haben. Gib mir die. Danke, und dann will ich hier rüber. Will ich hier weiter. Ich verstehe gerade kein Wort, weil du leckst. Ich lecke? Ja, also es ist definitiv bei mir, aber... Ich verstehe trotzdem kein Wort. Ach, Alex, ich gebe dir einen Tipp. Nein, ja. Gib ihm keinen Tipp. Ja, okay, dann auch nicht. Ich weiß nämlich, was du sagen willst. Dass das, was ich mache, sinnlos ist? Nee, nee. Nö. Okay, stimmt schon, aber... Hey, sag's doch nicht. Aber das ist ja kein Tipp. Naja, so ganz sinnlos kann es ja nicht sein. Hier sind ja Sachen zum Einsammeln, also... Ach komm, wenn es nicht weiß. Er hat keine Ahnung. Ja, ich weiß. Ich musste da auch den Hackersteller anschreiben. Was, echt jetzt? Ja. Okay. Ja. Also ich bin da drauf gekommen. Echt nicht. Moment, lasst mich ja mal probieren, ja? Nicht gleich hier sagen, was los ist. Ich will schon. Also du musst. Nein, nein. Also du musst. Nein, sag's ihm nicht. Da sollst du selber drauf kommen. Ich will schon probieren.
Ich will jetzt erstmal da hoch. Ich will jetzt erstmal da hochkommen. So. Was? Nee. Nee. Was denn? Ich will jetzt hier einen P-Switch haben, oder was? Na, wenn ich einen P-Switch hätte, könnte ich die Reihe hier rüber und dann da rein. Ja, so ist das gedacht. Okay, wo krieg ich den Scheiß her? Mein Gott. Wo? Du musst dir einen herklitschen. Zuerst musst du den Yoshi herklitschen. Und danach den Peacewitch. Oh. Ich weiß schon, dass da hinten einer war. Allerdings, huch. Hast gesehen, Alessandro hat's verbockt. Das ist doch nicht. Lass ihn leiden. Moment, ich weiß ja, dass hier hinten einer war, aber wie komme ich an den ran? Ja, wie kommt man an den ran? Mit einem anderen, aber wie kriege ich den? Das haben wir doch schon mal gehabt. Wie, das haben wie wir schon? Wie kommt man an den ran, ja? Mit einem Yoshi, aber ich habe keinen. Ich hab doch gesagt, du musst den Yoshi erstellen. Hatte ich hier irgendwann mal einen Yoshi? Nee, hatte ich nicht. Aber wenn ich jetzt hier nochmal reingehe, das ist doch totaler Quatsch. Ja, du sagst bitte. Ich kann da wieder zurück. Okay. Du sagst bitte nichts. Ich kann da wieder zurück. Das heißt, ich muss mir hier den P-Switch holen, der irgendwo ist. Entweder es ist. Wenn es wirklich der am Ende ist, bin ich gearscht. Aber. Ich dachte, das wäre ein Reset-Pipe. Was? Der am Anfang. Moment, mal Luki Luki machen. Scheiße! Hast du natürlich recht. Hätte ich jetzt später sagen sollen. Hättest du gar nichts sagen sollen. Ja, okay. Hast du natürlich recht, Mist. Aber wenn ich hier. Hier komme ich doch nicht, Mist. Das bringt mir doch hier gar nichts dann. Ach komm, aber schön, dass er trotzdem das Level hier noch absucht. Nee, komm, helf mir. Nein, nix helfen. Ihr könnt mir mal sagen, ihr könnt mir zumindest mal sagen, ob ich im ersten Raum was machen muss oder ob ich in dem Raum was machen muss. Ja, kommst du von dem Raum wieder zurück? Das weiß ich ja noch nicht. Es kann ja sein, dass irgendwo was versteckt ist. Ja, dann guck mal. Weil bisher glaube ich nicht, dass ich zurückkomme. Dann such mal schön. Na ja, gut, ich komme nicht zurück, alles klar. Wenn du was gefunden hast, wächst du uns bitte. Gut, ja, ich gehe ja schon zurück. So. Dann muss da hinten irgendwo was sein. Ja. Also ich glaube, du hast es schon verkackt. Ja, das ist verkackt. Was? Der hat schon verkackt. Ja. Sieht was? Ganz raus. Was? Warum? Ja, eigentlich. Also sicher bin ich mir jetzt nicht aufs Zweier, ich glaube schon. Weil ich hier nicht mehr zurückkomme oder was? Nein, geh mal ganz zum Ende, zum P-Switch. Nein, du hilfst ihn jetzt nicht. Jetzt wieder zum P-Switch. Geben ganz, ganz einfache Tipps. Nein, nicht. Secret Exit für Dummies. Ich könnte auch eine Shell gegen das Ding hauen, aber das wird mir nichts nützen. Nicht Tipps geben, bitte nicht. Und warte, war da ein Y eingebaut? Gelbe Shell! Musstest du denn jetzt? Die habe ich kaputt gemacht. Ich brauche die gelbe Shell, die war hier unten. Alles klar. Das machen wir im nächsten Video, weil das wird hier mir zu lange. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage tschüss. Tschüss.